Geht klar. So, hey. So. Hier noch ein. Dort. Dann noch zwei Floors diagonal reinzuhauen. Vielleicht das andere. Oh Gott, das war mein Handy. So. Geschafft. Sieht doch ganz nett aus eigentlich. Oh ja, geschafft. Ja. An was wagen wir uns jetzt als nächstes? Ich weiß es noch gar nicht. So, jetzt nehme ich noch eine Folge auf und dann höre ich erstmal wieder auf. Einfach weil schönes Wetter ist und ich sofort raus muss. Aber auffüllen mit Grün ist immer drin. Auch wenn es hier so dumm rausraucht aus dem Haus. Kann man irgendwie nicht ändern. Also könnte man. Aber dann hat man da drin keine Dinger mehr. Kein Essens. Stand, bla, Dingens. Ihr wisst, was ich meine und deswegen lasse ich es einfach. Meine geliebten Oak Trees darf man nicht vergessen. Komm, hier muss ein dichter Wald entstehen um das schöne Haus. So, das reicht. Aber Rosen gehen eigentlich immer. Ich mache immer zuerst. Blätter rot, grün, Stängel vielleicht auch grün und nicht schwarz. Jetzt sehe ich endlich erst, was für eine Farbe die andere bedeuten soll da. So, ein bisschen schöner machen alles. Dann suche ich mir die Hecke. Und baue mit der Hecke hier weiter. Hier muss noch aufgefüllt werden mit Wald, glaube ich, einfach. Weil was soll ich da irgendeinen Mist hinbauen? Einfach. Einfach Wald dann. Wo ich nicht weiß, was hin soll, einfach Wald. Ist hier schon überall Weg eigentlich? Das wäre mal schön zu wissen. Aber ich glaube schon, weil sonst sind. Vorher ist ja der Entertainer hier lang gekommen. Da hätte ich nicht gewusst, wie der sonst hergekommen ist. So, da muss dann ein schöner Übergang noch her. So. Das Eckchen hier wurde aber auch ganz schön eigentlich noch. Muss man sagen. So. Juhu. Boah, ich hasse es immer, so viele Hecken zu platzieren. Dann auch noch eine falsch. Aber Crow 2 läuft da rum und unterhält uns ein bisschen. Also kann man das gerade noch verkraften, was? Naja, was haltet ihr eigentlich von Crow? Also ich, ehrlich gesagt, nicht so viel. Ja, es wäre doch mal interessant zu wissen. Schreibt einfach mal was. Wie steht ihr zu Crow? Wie findet ihr ihn? Fertig. Könnte jedoch einfach. Ich habe eine coole Idee eigentlich. So. Ich hoffe, das klappt.
Ich hoffe echt, es klappt. So. Dann kann man hier schon mal schön durch. Da muss ich halt noch Boden drüber hauen. Wo ist ein Boden? Floor, bitte. Hallo, Floor. Teil dann halt. Ich sehe so nicht, das hat keinen Sinn. Genau so. Dann als nächstes brauche ich noch mal kurz den hier. Und jetzt muss ich noch mal schauen, wie ich diese Die muss größer werden. Weil es müssen hier einmal, zweimal, so muss sie sein. Damit es rund ist halt. Versteht ihr, was ich meine? Klar, versteht ihr, was ich meine? So, als nächstes gehen wir nochmal kurz hoch und machen einfach fertig. Und hauen einfach nochmal den hier rein. Und den. So, wird auch ein cooler Eingang, finde ich. Ohne Witz, ich bekomme gerade Hunger. Bekomme gerade Hunger. Ich müsste was essen mal. Steile Pyramide auch nicht schlecht. So, das brauche ich aber eigentlich nur. So, Y gedrückt. So. Noch eine Pyramide, weil die so geil ist, einfach. Eine Pyramide. Die hier nicht ganz so groß, aber auch. Nein, hier aber. Komm, ein bisschen konzentrieren mal, dann kriege ich es auch hin. So. Jetzt brauche ich noch eine Top. Müsste hier etwas sein. So. Jetzt haben wir hier schon Eingang zur Pyramide. Was heißt etwa bla bla? Schön Eingang, der in die Pyramide, der durch eine Pyramide in diesen Bereich hier führt. Boah, ich bin schon. So gefällt mir das. Ich stelle dieses dumme Handy auf stumm. Dann nervt es uns nicht mehr. Dass einen die Leute immer genau dann anschreien, wenn man gerade nicht kann. So, hier haben wir gesagt, füllen wir mit Wald auf. Das machen wir bis. Ja, bis zur Pyramide hier halt. Hier kommt noch ganz geschickt so vereinzelt einer. Wie ihr wisst, mag ich Wald und deswegen bleiben wir beim Wald. So einfach ist es. Ah, es ist schön, wenn es nur vibriert und nicht laut ist. Das schöne Handy. So, jetzt machen wir hier noch ein paar Oak Trees natürlich.
Wie könnte es auch anders sein, oder? Ohne Oak Trees wäre ich nicht ich. Paar Büsche sind auch drin. Bald geht die Framezahl, glaube ich, echt wieder runter, wenn wir so weiterbauen. Schicker Wald. Mir gefällt der Wald. Und die Pyramide auch. Scheiße, jetzt habe ich das vergessen. Ich hab mir noch so gedacht, so, bevor du jetzt zumachst, hast du da noch zwei Hecken hin, dann sieht's, dann hast du's, dass du's nicht vergisst. Dann hast du schon mal. Und dann vergesse ich's. Toll. Ab hier habe ich solche hin. Gar nicht so leicht, wenn da schon so viele Bäume stehen. Ich sehe kaum was, aber egal. Hauptsache Mechaniker läuft hier rum. Ach ja, hier brauche ich ja noch Hilfe beim Theming. Also nicht beim Theming. Ich rede und rede wieder. Beim Supporten. Theming kriege ich gerade noch allein hin. Denke ich mal. Oder wie findet ihr, dass ich theme? Habe ich einen Baum weggemacht, den wertvollsten. Egal, kommt gleich wieder hin. Keine Angst. So. Und schon geht das schneller. Gleich haben wir die ganzen Hecken geschafft. Bisschen vorwärts müssen wir auch mal kommen. So. Zu den ganzen Dinosauriern und Tigern und Mammuts. Die Mehrzahl von Mammut ist Mammuts. Ja, eindeutig. Oder Mammuten. Was weiß ich? Och, ich habe mir mein Knie irgendwann gestern verrenkt. Das ist nicht lustig, sage ich euch. So. So einen haben wir da hin. So. Ja, sieht doch echt ganz nett aus. Wir müssen jetzt noch pausieren. Am besten für das, was wir gemacht haben. Also das hier einfach. So. Bäume und die Pyramide, das haben wir gemacht. Und das Haus haben wir fertig gebaut. Oh, mein Stuhl quietscht. Ja. Gut, das ist doch. Ist doch schon mal ganz was. Ist doch schon mal was. Bla bla bla. Dann danke ich euch auf jeden Fall wie immer fürs Zuschauen. Wäre nett, wenn ihr eine Bewertung vom Video macht und einen Kommentar da lasst. Dann freue ich mich immer. Und wie gesagt, Livestream Freitag, den 26. höchstwahrscheinlich. Und ja, was wir da machen, das werde ich noch schauen. Ich schaue noch, dass ich vielleicht doch noch die Quality ein bisschen höher kriege von dem Stream. Ansonsten sehen wir uns dann da. Nein, ansonsten sehen wir uns einfach morgen in den nächsten Videos wieder. Naja, auf jeden Fall sage ich jetzt noch einmal tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.